So, da sind wir wieder bei Gothic 2. In der letzten Folge haben wir ja unter anderem die Orkwaffe für Harad besorgt, haben noch hier im Hafen ein bisschen weitergemacht. Ja, und jetzt sind wir bei dem guten Alrik. Mit dem sprechen wir jetzt mal. Was machst du hier? Das hier ist mein Zuhause. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Dann lass mal kämpfen. Du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Und zwar genau hier, hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach. Alle normalen Waffen sind erlaubt. Keine Bögen oder Armbrüste und keine Magie. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden zu Boden geht. Und sobald einer flach liegt, wird aufgehört. Klar? Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Wenn du also abhaust, gewinne ich. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst du 100 zurück. Wenn nicht, nun ja, dann ist dein Geld futsch. Alles kapiert? Klar. Hört sich simpel an. Du wohnst hinterm Lagerhaus? Ist nur vorübergehend. Wenn man so viel Geld hat wie ich, kann man sich ebenso einen Luxus leisten. Ich war Ausbilder bei der Armee, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Jetzt bin ich hier in diesem Dreckskaff gelandet. Meine letzten 100 Goldstücke sind bei den Stadttorwachen draufgegangen. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Okay. Oh, immer dieses Gesappel. Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Alright. Was weißt du über den Krieg mit den Orks? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der Krieg dauert schon zu lange. Die Landbevölkerung hungert. Überall gibt es Bauernaufstände, die vom König erbarmungslos unterdrückt werden. Aber es sind einfach zu viele. Wenn der Krieg nicht bald endet, wird das Reich auseinanderbrechen. Kannst du mich ausbilden? Wenn du wirklich kämpfen lernen willst, dann tritt gegen mich an. Die Lektion ist ganz umsonst. Ich will gegen dich kämpfen. Ich mache nur Kämpfe von mittags bis abends. Das Kämpfen lohnt sich nur, wenn genug Zuschauer da sind, die Wetten abschließen. Jetzt ist es noch zu früh. Komm später wieder. Das ist auch nicht falsch. Wie spät haben wir es? 9 Uhr. Hört ihr Bewohner von Oh Gott, der Typ schon wieder. Auf ausdrückliche Anordnung des So. Mal gucken, hier sind noch Feldrüben. Aber nur als Grafik. Genau, Alwin. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut. Wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. 25 Gold haben oder nicht? Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Ja, du tust ja so, als wenn du 250 gesagt hättest. Ist doch gut. So, der ist auch schon hier um die Ecke. Genau, da ist er schon. Warte mal. Warum hämmerst du? Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt, mein Haus wieder dicht zu kriegen. Während der letzten Regenfälle ist das ganze Gebälk völlig morsch geworden. Bald wird hier alles zusammenbrechen. Warte mal. Eigentlich nicht falsch. Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Nee. Hör auf zu hämmern, oder ich brech dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmere ich mal ein bisschen auf dir rum. Alles klar. Nee. Wir haben nicht genug Leben. Moment. Lohnt das schon Trank? Und genommen haben wir ihn jetzt so oder so. Gut. Du wolltest es nicht anders haben.
wag es ja nie wieder, mich an... Schneiden wir raus. Ist nichts passiert, alles gut. Meine Güte. Wir machen viel zu wenig Schaden. Ich sag, so wird es. Kurzschwert. So rum. Wir machen viel zu wenig Schaden. Aber ich will auch kein Zweihänder nehmen. Nee. Lohnt ja überhaupt nicht. Und dann ist das auch noch so langsam. Nee, lass. Versuch das ja nicht noch. Ja. Hörst du jetzt auf zu hämmern? Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Ja, damit kann ich leben. Und es wird noch viel schlimmer. Meine Güte. Die halten noch nicht aus. Boah. Die haben ja auch alles genervt, ne? Die Rüstung haben wir nicht mehr, nicht. Vorher hatte man in dem Warenlager von Matteo immer so eine schöne Lederrüstung bekommen. Aber na gut. Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Na gut. Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Gut. So, auf der Seite sollten wir jetzt wirklich fertig sein. Wer bist du? Ach, Bartok. Wo sind wir? Ach, hier, in dem Zwischengang. Alles klar. Gut. Demzufolge, jo, ist hier wieder der sogenannte Mittelgang und jetzt können wir uns mal links weiter beimachen. Fenja. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Mhm. Zeig mal. Zeig mir deine Ware. Meine Nase juckt. Oder kitzelt. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Alles. Ist doch anderer Händler hier im Hafen. Kennst du jemanden aus dem oberen Viertel? Gibt's hier im Hafen Interessantes zu sehen? Irgendwas Aufregendes passiert? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Das ist eine gute Information. Was gibt es hier im Hafen Interessantes zu sehen? Nun, wenn du etwas erleben willst, dann geh doch einfach rüber zu Cardiffs Hafenkneipe an der Kaimauer. Da ist immer was los. Du kannst es kaum verfehlen. Der Kerl, der da am Eingang steht, wird dich sicher darauf aufmerksam machen. Ansonsten gibt es da noch das große Schiff der Paladine, die stattliche Kriegsgaleere des Königs. Wirklich sehenswert. Wenn du dich an der Kaimauer links hältst und unter der hohen Felswand hindurch gehst, wirst du es finden. Mhm. So, der Rest ist irrelevant. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Und gerade ist hier so ein reicher Pinkel langgelaufen. Na gut, wir sehen gerade nicht anders aus. Ach, guck mal. Na gut. Ja, gehen wir mal an Bordell, wa? Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Gut, dann gehen wir doch mal gucken. Heck. Mhm. Bromor. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Okay. Sind deine Mädchen noch vollzählig?
Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so, ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Das ist doch kein Geheimnis. Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Eigentlich nicht, ne. Gut, du bist Sonja. Und wo ist besagte Nadja? Pennt die noch? Wie spät haben wir das? Elve? Ne, die pennt doch nicht. Wo sind die? So. Heck. Okay, hier ist niemand. Hier ist... Okay. Das sah gerade ganz komisch aus. Ach, guck mal, die pennt wirklich noch. Hm. Lassen wir sie mal noch pennen, obwohl... komm, steh auf. Mein Mann sieht das anders. Verdammt. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. Wir sind bereits oben. 50 Gold, really? Boah. Kommen wir hier durch? Ne. Heck wird, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ein bisschen später noch relevant. Ja, komm, na, hier. So, Bromo. Na gut. Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Werden wir hoffentlich auch haben. So. Zap, zarap. Warum? Gut, wenn du zugucken willst. Ich habe was anderes gehört. Verdammt. Meine Güte, die hat auch ein Dekolleté bis zum Bauchnabel, ne? Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süßer. Gehen wir. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hey, du. Da sind wir schon. Das ist mal wieder typisch. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Ja, ja. Bromor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Dann erzähl doch mal. Erzähl mir von Lucia. Niemand ist dir wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Sie war ein echtes Miststück. Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Elridge, dem Lehrling des Tischlers Torben, aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Interessant. Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Einmal ist kein Mal, ne?
Gut. Das war... Das war's doch inzwischen hier. Ja. Unspektakulär. Gut. Aber ich glaube da nicht dran. Wir haben ein bisschen was erfahren. So, mit dem Typen hier wollen wir noch nicht sprechen, mit dem Valentino. So, das ist dieser Halvor, ne? Ja. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Zeig mir deine Fische. So, zeig mal her. Fisch, Fischsuppe, Klappmuschel, Hornmuschel. Alles uninteressant. Aber hier hinten gibt es noch ein paar Leute, wenn ich mich nicht irre. Immer wieder das Gleiche. Also, du bist eine einfache Bürgerin. Ich muss mich selber erstmal umgucken. Ist ja viel an Vegetation und alle zugekommen, deswegen ist das alles ein bisschen unübersichtlicher. Okay, wo bin ich jetzt? Da hinten sehe ich den Schmied. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Oder weiß ich das noch? Nee, keine Ahnung. Karl, genau. Hey, du. Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Ja, das frage ich mich auch. Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Ja, wir werden uns darum noch kümmern. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen, darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Am Arsch, die Waldfee. Oder doch nicht 50 Goldstücke in den Reihen für irgendwas, was ich kostenlos kriegen kann. Und hier ist genau der verrückte Ignaz. Speichern mal. Wo ist Schleichen? Steuerung XX. Schleichen mal rein hier. Ein Wasser. Essenz der Heilung. Silberkelch. Wein. Noch was? Die Truhe wird verschlossen sein, wa? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Jo. Noch Hammer, Säge. Buch können wir nicht mitnehmen. Da oben steht sitzt ein Skelett. Okay. Jo, Ignaz. Altes Haus. Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Alright. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen.
Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Mhm. Kriegen wir hin. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Ja, mach ich. Gut. So. Ich glaube, eine Mutti gibt es hier noch. Die ist, glaube ich, hier jetzt links irgendwo. Da, genau. Edda. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Geil. Dann kann ich auch heißes Wasser trinken. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Habe ich einen Fisch? Kannst du mir eine Suppe kochen? Da. Bring mir einen Fisch, dann koche ich dir eine leckere Suppe. Hatte ich einen Fisch? Kannst. Bring mir. Anscheinend habe ich keinen Fisch. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Aha. Okay. Also wenn ich hier reingehe, interessiert ihn Scheißdreck. Abgeschlossen. Bett, Bett. Korb. Gibt eigentlich wieder Stallsprecher? Jo, geil. Nicht drinne, geil. Gut, die besitzt wirklich nichts. Die Truhe können wir noch nicht knacken. Okay, wir könnten zu Martin gehen. Da werden wir bestimmt nochmal ordentlich EP kriegen dafür, dass wir... Er redet einfach zu viel. Wie hieß der Typ jetzt, der da... Ragnar? Ist der Ragnar? Angar? Ranga, glaube ich, ne? Ich speichere mal kurz. Ich will nämlich nicht, dass wir uns jetzt schon fest für irgendwas entscheiden. Ja. Ich habe den Dieb erwischt. Es ist Ranga, der sich an seinen Lagerbeständen zu schaffen macht. Na, endlich. Jetzt weiß ich wenigstens, auf wen ich achten muss. Der Mistkerl. Das gibt eine saftige Abreibung, wenn ich ihn dabei erwische. Ich hab mich schon gewundert, wieso keiner von den Paladinen was gesehen haben will. Und? Wieso? Ist doch klar. Die Idioten können uns von der Miliz doch gar nicht auseinanderhalten. Für die sehen wir doch alle gleich aus. Das war gute Arbeit, Kollege. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, dann musst du es nur sagen. Eigentlich müssten wir das ja schon machen können, ne? Ich speichere zur Sicherheit nochmal. Wir haben erstmal die 100 EP eingestrichen für die Information. Du weißt, was ich von dir will. Ach ja, du wolltest zur Miliz, richtig? Deine Fähigkeiten hast du mir ja schon unter Beweis gestellt. Naja, lass es mich mal so ausdrücken. Ich hab's lieber, dich auf unserer Seite zu wissen, als auf irgendeiner anderen. Deshalb werde ich dir helfen. Nimm dieses Empfehlungsschreiben von mir und zeige es André, unserem kommandierenden Paladin. Du findest ihn in der Kaserne. Ich bin mir sicher, dass er dich gebrauchen kann. Gut, das machen wir aber noch nicht. Wie gesagt, wir wollen erst noch zum Großbauern da die ganzen Quests machen. Möglichst viel EP mitnehmen, stärker werden. So, mit ihm müssen wir noch sprechen.
Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Hör auf zu heulen, dann nimm dir eine Waffe. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Mhm. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Gut. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Hm. Ich ging mal mit einem Typen zur Schule, der hatte als Spitznamen Monty. Oder? War es Monty? Ich glaube. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farin hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Ja, na klar. Wo finde ich diesen Farin? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. So. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören. Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was den Ork vor der Stadt angeht. Ja? Mach dir über ihn keine Gedanken. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Nee, nee, nee. So, wir gehen noch zu Farim, hieß er, ne? Dem Fischer. Quatschen mit dem noch und dann ist die Folge wohl auch schon wieder vorbei. Ja, hier im zweiten Teil, da gibt es ein paar mehr Leute. Da ist es noch viel mehr gequasselt als im ersten Teil noch. Das ist ein dickes Schiff. Normalerweise, wenn ich mich nicht irre, oder? Warte mal. Da ist das. Ist das Schiff nicht normalerweise... Ja, da ist... Oder? Ich glaube da. Haben sie das geändert? Ich weiß das nicht. Fisch. Farin. Hey, du. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Mit der Miliz? Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren.
Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Das ist leider true. Das ist ja auch im echten Leben so. Wenn die kleinen Leute da Probleme haben, interessiert das keine Sau. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Da kenne ich eigentlich sogar jemanden. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Typen? Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Also ich weiß, wo gemeint ist, aber... Na gut. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Was hat er so getrieben? Na, das wäre vielleicht noch interessant. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Interessant. Na gut, der Rest ist egal. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Sei dir doch nicht so sicher. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hatte er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Ja, gut. So, dann haben wir den auch durch. Meine Güte. Mit NPCs quatschen ist ja gut und schön, aber so viel geht ja selbst mir langsam auf die Nerven. So, wir trinken mal kurz ein. Dann speichern wir mal wieder. So und so. Und dann ist für heute auch schon wieder Schluss. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Könnten wir uns ja unter anderem um Farims Problem mit den Paladinen kümmern. Wir kennen ja jemanden von der Miliz. Aber im Hafen dürften wir sonst soweit eigentlich durch sein. Dann könnten wir mit Laris mal gucken. Also könnten wir mal gucken, dass Laris uns zu dem Großbauern bringt. Und dass wir da ein bisschen weiter EP sammeln und so weiter. Na, mal gucken. Ihr werdet sehen. Ich bedanke mich bis hierhin erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!